Hallo und herzlich willkommen zum Landwirtschaftssimulator 15 auf der Volksholm und ihr seht es, die neueste Version V1.9. So, geht's los. Warum ist denn das so klein? Warum ist denn das so klein? Das war aber doch größer. So, speichert das scheinbar nicht richtig. Machen wir es nochmal groß. Und wenn es dann immer noch nicht richtig gehen sollte, dann kommt halt wieder Standard. So, dann gucken wir mal hier. Der kann weitermachen. Der ist ja auch bald fertig. Und hier sehen wir auch schon, was hat sich denn in der 1.9 geändert. Es sind einige neue Texturen dazugekommen. Hier eben zum Beispiel die Feldtexturen. Und ich weiß gar nicht, war das in der 1.8 schon, aber... Ich finde diese Grastextur, ja, man sieht so ganz klein, da ist ein bisschen was am Blümchen noch mit hängen geblieben, aber ich finde es ein bisschen zu monoton. So ein paar Blümchen können ja sein, Giants hat es übertrieben, okay, keine Frage, aber das hier ist mir ja doch schon ein bisschen zu kahl. Ich meine, es wandern ja überall die Pollen rum und da wächst natürlich auch mal was dazwischen. So, der darf weiter ansehen. Da sehen wir dann also auch die neue Saattextur. Die Grubbertextur sieht auch, nicht die Grubbertextur, die Pflugtextur sieht auch schön aus. Ob wir die aber in dem Let's Play mal sehen werden, ist die andere Frage, weil wann pflügt man denn schon mal? Ist ja bei Landwirtschaftssimulator nicht wirklich notwendig, außer man möchte neue Felder erstellen. Gut, das haben wir soweit. Dann, der war am Kompostfahren. Haben wir da den Kurs noch drin? Nee, den hat er nicht mehr geladen. Hier sehen wir, ich habe Bahnhof, Baumarkt und BMHK, also Biomasse Heizkraftwerk, die Verkaufskurse gefahren. Und ich habe das umgeändert, habe hier immer einen Z vorne dran. Denn vorher war das hier im Verkaufen immer so ein bisschen durcheinander. So habe ich immer die Anfangskurse, weil sie ja auch mit A anfangen am Anfang. Die Endkurse fangen alle mit E an, habe ich hier schön untereinander. Und dann habe ich eben hier die Z-Kurse, die eben dann die dementsprechende Verkaufsstation angeben. So. Strohkompostierung. Oh, und der war nicht gespeichert, der Kurs. Ah, so ein Mist. Dann müssen wir den nochmal neu einfahren. Ja, so ein Mist. Haben wir denn überhaupt noch viel Kompost? Na, nicht mehr wirklich. Gut, dann machen wir hier. Ich weiß jetzt auch nicht, ich hatte mit BeFace drüber gesprochen, ob er jetzt hier wirklich die Trigger auch ein bisschen, wie ich es ja im Video gemacht hatte, vergrößert hat oder ob er vielleicht nicht mehr dran gedacht hat. Drüber gesprochen hatten wir auf jeden Fall. Ansonsten habt ihr ja gesehen im Video, das ist kein großer Aufwand, das geht relativ fix. Und wenn die Trigger hier wieder zu klein sein sollten, dass Cosplay da nicht so richtig zurechtkommt, dann werde ich die eben wieder schnell vergrößern. Gar kein Thema. So. Der Crystal, unser Grubbermeister, ist fertig. Sehr schön. Ah, was könnte denn der dann machen? Haben wir für den noch irgendeine Aufgabe? Na, er könnte dann wieder Stroh in die Kompostierung fahren. Das wäre möglich, während er hier dann, also wir machen hier nochmal den Kurs neu, um den Kompost zum Hof zu fahren. Habe ich das echt nicht gespeichert? Das gibt's doch gar nicht. Strohkompostierung, da ist es nicht. Ja, bei den Verkaufskursen würde es ja auch nicht reingehören. Eher bei den Abfahrkursen, da ist aber auch nichts drin. Nee. Stroh zur Kompostierung, ja. Aber von der Kompostierung zurück, nein. Schade, schade, schade. So, dann
fahren wir hier mal kurz hin und tun unseren Dreschermeister mal kurz entlassen. Der ist da. Dann bist du fertig. Kannst du schon mal in Richtung Waschstraße fahren, denn der Grubber muss auf jeden Fall gereinigt werden. Und da können wir den Kurs jetzt aber wegnehmen. Der ist auch gespeichert. Das macht uns keine Probleme. Aber es sieht auf jeden Fall anders aus hier. Mit den neuen Texturen. Die Felder sind dunkler. Aber das Gras, nee, das, die Grastextur muss auch neu sein. Die war doch vorher noch nicht so eintönig grün. So monoton halt. Weiß nicht. Naja, werden wir uns dran gewöhnen müssen. Ich könnte zwar natürlich die Texturen wieder austauschen, könnte sagen, ich hole hier die frühere wieder rein, dass das schöner aussieht, aber ja, wir gewöhnen uns jetzt einfach dran und werden ab und zu mal meckern, dass es nicht so schön ist. Meckern macht ja ab und zu auch mal Spaß, man sollte nur nicht übertreiben. So, du darfst hier mal parken, du kommst später wieder dran, du machst da weiter, hier gehen wir mal in die Außenperspektive. So, hier beladen. Ey. So. Da beladen und dann eben losfahren. Den Kurs hatten wir doch schon mal. Déjà vu, c'est la vie. Gut. Die Kompostierung schon wieder komplett leer. Wahnsinn, Wahnsinn. Oh, wir haben ja noch genug Stroh, da können wir noch ordentlich Kompost herstellen. Und dann können wir ja verkaufen. Da warten wir natürlich dann, bis wir 11 Uhr haben, dass der Preis nicht mehr runtergeht. Oder wie sieht ein Hackschnitzel aus? Das würde in einen Hänger passen. Hackschnitzel ist im Moment auch der Pfeil nach oben. Dann machen wir erstmal Hackschnitzel weg. Dann haben wir vielleicht Glück und der Preis geht hoch. Oh, hier sind wir ein bisschen... Ich bin ja in der Aufnahme. Eieieiei. Muss man dran denken. Da muss ich doch mit Cosplay ein bisschen ordentlicher fahren. Dann sind wir hier ein bisschen eng um die Kurve. Wenn wir uns da mal einen Kurs legen, der dann entgegenkommt, dann gibt das Unfälle. Da müssen wir also nochmal ein Stückchen zurück. Und müssen im Gedanken halten, dass wir ja hier... Bis dahin... Ah, komm, einen machen wir noch zurück. So. Dass wir hier einen Kurs aufzeichnen. So, da holen wir hier schön weit aus, fahren die Kurve außen. Das ist doch besser. Saatgut wird bald leer, das heißt, der fährt bald wieder an den Hof auffüllen. Da brauchen wir uns ja gar nicht mehr drum zu kümmern. Ach, ich finde das herrlich. Wenn man das so schön alles nutzen kann, zwar schade, weil dadurch die, ja, manche Funktionen von der Map hier eben nicht so genutzt werden, wie sie eigentlich gedacht waren. Aber, ja, es ist halt, ja, wir können ja hier eigentlich schon wieder ausholen, hier durchfahren. Es ist halt, irgendwie muss man es ja auch... dann eben sich manchmal vereinfachen, damit eben sowas wie Cosplay dann doch funktioniert. So, Tanktrigger haben wir auch noch mitgenommen. Und wieder zur Kompostierung. Ja, auch einen Kommentar bekommen, ob ich denn schon Tiere hätte. Nein! Auch mit den größeren Geräten und so weiter. Ja, wir haben ja erstmal einen größeren Kredit offen. Den müssen wir natürlich auch noch abbezahlen. Das heißt jetzt nicht, dass wir uns erst wieder Geräte kaufen, wenn der Kredit abbezahlt ist.
Das kann also schon auch sein, dass wir uns vorher hier und da mal noch was leisten, aber es wird jetzt am Anfang mit Sicherheit noch nicht die riesengroßen Sprünge geben. Dafür müssen wir uns ja auch nicht folgenlang säen, grubbern und so weiter anschauen, denn das macht ja Cosplay für uns. Und wir springen nur ab und zu mal rein, vielleicht tun wir eben hier und da, wie zum Beispiel beim Düngen, auch mal ein Feld schnell selber düngen. Ja, aber hauptsächlich wird Cosplay die Arbeit für uns übernehmen und wir managen hier eben eher so ein bisschen. So, hier wieder schön vorne dran fahren. Stopp. Und das Ganze speichern wir. Das ist Kompost. Lager. Kompost von hier zum Lager. So, der kann hier vorfahren. Da kriegt er sogar nochmal 2-3 Literchen. So, mehr gibt's nicht. Sagen wir sofort abfahren, dann fährt er weiter. Mehr war ja noch nicht vorhanden. Und sagen am letzten Wegpunkt oder Trigger warten. Und jetzt müsste er, wenn er am Lager ankommt, eine Meldung bringen. So, dann können wir in der Zeit nämlich hier schön sauber machen. Und mache ich den Traktor auch sauber? Ja, doch, können wir auch sauber machen. Selbst wenn wir den jetzt hier mit dem Strohladewagen nutzen, um Stroh in die Kompostierung reinzufahren. Naja, wird er zwar auch wieder dreckig, weil hier keine richtige Straße ist, sondern auch nur gezeichnete Wege, aber dann ist er zumindest zwischendrin mal sauber gewesen. Also mir gefällt nach wie vor der Waschplatz hier. Richtig geil, also nochmal, falls der Modder zuschauen sollte. Wobei ich mich frage, warum der ausgerechnet meine Videos schauen sollte. So bekannt bin ich ja nicht, zumindest noch nicht. Vielleicht werde ich es mal, man weiß ja nie. Aber falls er doch zuschaut, Grüße und vielen Dank für dieses tolle Waschstraße. Das macht also wirklich Spaß. Ich habe zwar jetzt nicht die neueste Version drin, nach wie vor nicht. Ah, da kommt hier unser Dünger, nicht Dünger, unser Saatmeister, sein Saatgut auffüllen. So, und da bekommen wir auch die Meldung. Der steht kurz vorm Trigger. Wir werden jetzt, bevor wir den dann eben zum Verkaufen schicken, lohnt sich das denn noch? Es wird schon fast eng, aber doch, naja komm, bis zur Biomasse-Heizkraftwerk sollte er es doch noch schaffen. So. Der sollte PS-mäßig eigentlich ausreichend sein, er ist zwar nicht so schnell, aber PS-technisch sollte das doch reichen, dass der das hier ordentlich ziehen kann. Also da brauchen wir Strohkompostierung. Das ist natürlich auch die Frage, ob wir da vielleicht bei den Abfahrtskursen einen Unterordner machen, Kompostierung. Das könnten wir ja eigentlich machen. Kompostierung. Da machen wir dann die beiden Kompostkurse rein. So, das kommt hier in die Abfahrkurse rein und das Ganze hier. Durchdrehende Reifen hat der. Uiuiui, was ist denn da passiert? Oh, und jetzt habe ich hier... Nein! Jetzt habe ich den hier falsch. Der soll hier rein. So. Und Strohkompostierung soll auch da rein. So, dann haben wir da einen schönen Unterordner. Strohkompostierung, den Kurs nehmen wir jetzt. Abfahrer. Fahren hier in Richtung, wo die Wegpunkte sind. Die können wir uns hier auch nochmal einblenden lassen. So. Und Abfahrer einstellen. Und da bist du zu schnell um die Kurve gefahren, Meister. Was soll denn das? Jetzt möchte ich das nochmal sehen. Der ist doch da nicht das erste Mal lang. Oder ist das bei dem Feld jetzt doch das erste Mal gewesen? Dann müsste ich nämlich zur Not den Auffüllenkurs nochmal neu machen. Deswegen fahre ich hier ein Stück zurück, um hier nochmal zu sehen. Aha, okay.
Also da muss ich wirklich den Kurs nochmal neu machen. Der bleibt hier hängen. Der bleibt hier hängen. Du bist hängen geblieben, Alter. So. Dann müssen wir das vorwärts fahren. Nochmal neu machen. Schade. Zwei kombinierte Kurse waren das. Ist natürlich jetzt auch blöd, weil der dann eigentlich nämlich wieder von vorne anfangen würde. Damit er das aber nicht macht, werden wir uns da gleich noch ein bisschen behelfen. So, der andere fährt in Richtung Kompostierung. Er kommt vorwärts, also ja, das Problem ist nur hier dann Richtung Feld 10 den Buckel hoch, dass er das noch schafft. So, uiuiui, da hat er auch am Anfang gefuscht. Das machen wir gerade noch weg. Das machen wir gerade noch weg. So, Fusch beseitigt. Und dann fahren wir, so, fahren wir hier hin, Kurs aufzeichnen. Dann müssen wir da schauen. Jetzt haben wir ja die Saatmaschine hinten dran. Da waren wir, ja, die Kurse hatten wir eingefahren, oder den Kurs hatte ich eingefahren, glaube ich, komplett mit leerem Traktor. Und dann war ich da scheinbar ein bisschen zu eng um die Kurve, habe nicht bedacht, dass da vielleicht auch mal ein Gerät dranhängen könnte, was wie eben hier seitlich ein bisschen übersteht. So. Theoretisch müssen wir ja auch hier am Tankfass gar nicht mehr vorbei, weil wir da oben jetzt ein Tankfass mit dabei haben. Das heißt, ich könnte sogar da oben aus dem Tor wieder rausfahren. So, hier schön überall vorbei, dass er die Trigger mitnimmt. Wie gesagt, hier oben raus. Ich versuche bei den Kursen auch immer schön weit rechts zu fahren. Oh, und die Folge ist eigentlich auch schon fertig. Ja, dann machen wir den Kurs in der nächsten Folge fertig. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.